Ja, nice. Ja, schon, nice. Gell? Ja, bin ich immer, ja. Du nicht. Achso, wieso ich nicht? Was ist dein Plan? Mein Plan ist, mich jetzt erstmal höllisch über den letzten Patch aufzuregen, beziehungsweise den letzten zwei Patches. Weil es wurde ja nochmal nachgebessert, leider nicht alles. So, das eine ist, hier ist unser Sternmetall, nicht Sternmetall, sondern unser Eiswerkzeug. Ich habe das jetzt hier einmal angepatscht und möchte hier auf Reparieren gehen. Und da heißt es, du hättest nicht das nötige Wissen, um das Ding zu reparieren. Genau, Mimimi. Gott sei Dank, das Schwert reparieren, das geht noch. Also, halb so wild, aber trotzdem kacke. Ob das geht, dass man, wenn man wieder in diesen Tempel reingeht, das weiß ich nicht. Das nächste, wir hatten 1.000.005 Dämonenfeuerkugeln, ganz so viele waren es nicht, es waren ein paar um die 80, aber doch einiges. Genau, Tai sucht am Boden, aber... Nein, ich guck mir die Zehen an, der hat Zehen. Aber ich finde die Zehennägel. Sie sind nicht aus dem Schrank rausgefallen, sie sind aus dem Schrank rausgepackt, sie sind weg. So viel zu der ersten Aufregerei. Entschuldigung. Jetzt zeigt sie mir den Arsch. Jetzt zum eigentlichen Plan, was wir vorhaben. Wir haben uns ja verabschiedet das letzte Mal hier mit unseren Quests und haben festgestellt, wir müssen hier, um unser Armband loszuwerden, an zwei unterschiedliche Stellen. Das eine war, Tai wurde irgendwie in die Arena geschickt zu dem Drachen. Wir haben ja von dem Archivisten Typen da, den Geisterhaften im Kartenraum erfahren, dass das eine Artefakt, das wir benötigen, auf der Stirn des untoten Drachen klebt. Und Tai hat von dem Stöckchen von dem Geschwätzigen erfahren, dass wir dafür wohl irgendwie in die Arena müssen, uns in der Arena stellen müssen. Dann haben wir, wenn wir auf die Karte gucken, hier oben am Fluss, also so auf halbem Weg zur Schwarzen Hand, die Arena. Ich würde mal sagen, wir gehen da heute einfach mal rein. Das ist auf gleicher Höhe hier vom Schlundloch und gehen auch in die Richtung, ob wir da im Schlundloch bei dem untoten Drachen rauskommen. Und probieren uns dem zu stellen. Das nächste, mir hat der gute Stab ja gesagt, das geschwätzige Stöckchen, ich soll mich mal auf den Schlachtfeldern im Norden umgucken. Nach dem gefallenen König der Riesen, der hätte da ein Diadem. Tai hat das auch schon, hat sie uns ja gesagt. Ich möchte das trotzdem mit euch zusammen gemeinsam in der Aufnahme holen. Und nachdem ich das möchte, muss Tai da wohl mit. Kai? Ja. Genug Einleitung oder willst du auch noch was sagen? Nee, ich möchte los. Möchtest du los? Ja, dann gehen wir doch einfach. Weiß nicht, war beim letzten Mal, wie wir losgezogen sind, hier vorne die Brücke schon fertig? Nö. Ich glaube nicht, oder? Hab ich gemacht. Die Palisaden, die da vorne rumstehen, hast du gemacht. Den Rest auch. Und nicht einmal die hast du aufgestellt. Na, ihr Süßen? Na? Na, du Süße? Ja, yeah, Baby. Du hast auch Zehen. Hat dir einer ins Gehirn gekackert? Das wegen mir? Ja? Oder warum schießt du auf mich? Ich hab dich geschossen, ich habe auf das Krokofanten geschossen, der da drunter. Das ist schon 10 Minuten her gewesen. Ja, danach habe ich keinen Schuss mehr. Ich gucke in mein Video, ich hab nicht. Ich sag dir, ne, ich habe voll die Probleme mit diesem Spiel. Ich kann das nicht mehr. Ja, weil du ja auch die ganze Zeit hier mit Dinos gelaufen bist. Ja, weil Tai hat sich nämlich. Tai ist fremdgekommen. Warum? Tai spielt Ark. Weil ich es mag. Ja, also einfach so. Und hat mich am. Das ist das Schlimmste dran, sie hat mich gezwungen mitzuspielen. Kann ich doch nichts für, wenn du mitziehst. Was ich aber hier in Conan liebe, ist, dass wenn du rennst, du kannst trotzdem D und A drücken. Das kannst du bei Ark nicht. Bei Ark ist vieles anders, besonders eine Taste. No, hör auf. Ich habe mich gerade dreimal oder so aufgeregt hier, ey. Oh Mann. Weil die Standardbelegung um ein
Fremdinventar bei Ark oder auch bei Dark and Light zu öffnen, ist die Taste F wie Friedrich. Mhm. Hier haben sie ein nettes Feature, das gibt es, glaube ich, noch gar nicht so furchtbar lange. Ich weiß gar nicht, ob du in den letzten zwei Patches dazu gekommen ist. Aber wenn man hier ein Inventar guckt und die Taste F drückt, nimmt man alles aus dem Inventar raus. Sehr zu meinem Leid. Ist ja eigentlich eine coole Funktion. Ich habe mal Haarsträhne. Wenn man gewohnt ist, mit F ein Inventar zu öffnen und nicht automatisch alles rauszunehmen, dann ist man hier sehr schnell sehr überladen. Mhm. Außerdem kommt dazu noch, dass ich hier den Blutrand habe. Ja, den habe ich auch. Das ist ein Feature vom Spiel, weil es ist ja released. Also muss es ja etwas sein, was die Entwickler sich genau so gedacht haben. Weißt du, was ich vergessen habe? Mach nichts, ich habe welche für dich mit. Komm her. Fleisch? Hast du kein Fleisch mit? Nee, ich habe kein Fleisch mitgenommen. Ich habe extra welches auf den Grill gelegt unten, aber... Bevor wir losgewackelt sind, ich dachte, du hast keine Tränke mitgenommen, keine Gegengifttränke. Ja, doch, das habe ich. Affe, ey. Danke. Ja. Und jetzt, wo ich es brauchen könnte, habe ich es natürlich nicht gemacht, dass ich mal helfen wollte. Guck mal, was da liegt. Ich habe aber nichts mit, um irgendwas abzuernten. Das, was liegt denn da? Eisen? Die Krankheit bist du nicht losgeworden. So, das hier ist die Arena. Hier sollten wir ein bisschen Hackengas geben, weil hier ist Verderbnis. Ja, das letzte Mal, wie ich hier mal kurz reingeschaut habe, war das alles voll Skelette. Mit Skeletten und... Ich lass dich vorgehen. Und vor allem auch lustigen Schlangen. Ich wünsche dir viel Spaß, ich gehe wieder. Ist der ausgewichen oder was, der Sack? Was ist das für ein Geräusch? Ein Skelett, was auf mich zukommt. Headshot. Und Schlangen, ja. Oh ja. Schön, ich dran vorbeigeschossen habe jetzt dreimal. Mhm. Ah, ein hässlicher. Hä? Der geht nicht. Ja, doch, wenn man ihm zwischen die Leisten schießt. Oh. Au, 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 au. Entschuldigung. Danke. So. Ja. Da ist noch einer. Schön, dass ich überhaupt nichts mehr treffe, ey. Und jetzt? Jetzt gehen wir hier weiter. Was ist das für ein? Ein Geistergeräusch. Ich weiß bloß nicht, ob eventuell irgendwo hinter der Wand hier. Wir sollten uns echt ein bisschen beeilen, weil guck mal, die Verderbnis. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, hier durchzurechten. Kannst vorgehen. So. Ja. Mhm. Stefan? Ja, mag der mich schon?
Kannst du mal reinschlagen? Er kommt mir hinterher. Ich kann nicht reinschlagen, ich bin unten, ich sehe nicht. Ich bin... Nein, komm wieder hoch. Er ist hier hochgelaufen. Stefan, er ist wieder in den Eingang gelaufen. Toll, ich kämpfe jetzt alleine gegen den, oder was? Nein, ich schieße hier von der Seite auf ihn. Ich habe keine Ausdauer. Ist aber gut da reingepackt hier, der Kamerad. Aber der spuckt ja Feuer, die dumme Sau. Ja. Was macht er denn da? Ich sollte hier weg, ich häng schon wieder fest. Stefan, ich häng fest. Ich glaube ja auch. Jetzt. Oh, ich muss einmal. Aua! Ich schieße ihm in den Popo. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wieso ich, ey? Weiß ich nicht, aber es ist blöd. Ich renne die ganze Zeit irgendwie hinterher, um in Schutz zu kommen. Und du gehst natürlich immer irgendwie in Deckung. Ja, was soll ich denn tun? Geil. Du bist nicht tot. Warum bist du tot? Weil er mich mit seinem Feuer getroffen hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, das wird halt lang dauern hier. Halt die Fresse, halt die Fresse. Lalalala. Au, 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 du Arschgesicht. Ich bin nicht mehr am Leben. Das ist doch okay für dich. Was ist das für ein Code, ey? Die hasse dich. Ja, es ist, der ist tatsächlich mal ein ernstzunehmender Gegner. Ja, und der wollte nur mich, Mann. Warum nicht dich? Ja, er wollte mich auch, nachdem du gestorben bist. Das ist doch okay. Ich meine, das wäre auch relativ gut gewesen vom Tanking her. Jetzt muss ich hier warten, bis hier tatsächlich wieder alles aufgebaut ist, damit ich mich wieder vernünftig bewegen kann. Und dann werden wir da irgendwie hin müssen, um unseren Stuff wieder zu besorgen. Und das könnte lustig werden mit dem Kackviech da drin. So, das heißt, ich nehme ja mal irgendein Schwert, das ziemlich gummelig ist, und... Apropos Schwert, ja, ich brauche irgendein auch was. Schild. Wo hattest du das Essen gekocht? Bei mir im Ofen drin. Ach, jetzt habe ich F gedrückt, ja toll. Ich wusste das eigentlich. So, jetzt nehme ich mir da 25 mal raus. Ja, irgendeine schäbige Rüstung, die ich anziehen kann, damit ich da sein. Ich brauche eine Waffe. Haben wir nicht einen Mitarbeiter? Hängt am Waffenschrank. Hängt am Waffenschrank. Wo ist das Ding? Direkt links neben der Tür. Eigentlich kaum zu übersehen, da wo die Waffen dran hängen. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Mhm. So, da habe ich nur so eine Kackhose. Kannst du dich ein bisschen beeilen? So. Okay. Wir können los. Mhm. Kacke, verdammte. Das heißt, wer auch immer die Initial-Akku hat, der rennt mit dem Blödsack weg und der andere lootet seinen Stuff. Der ist ja eigentlich langsam. Ich hing in ihm fest. So, das Krokodil hier ist noch tot, ne? Warum hänge ich eigentlich immer in diesen Kackern fest? Ich weiß es nicht. Weil du es kannst. Wo bist du? Komm, Grete. Ich bin auf der Brücke. Ja, ich bin vor der Brücke. Das Tolle ist, wir spawnen mit halbem Leben. Das ist ätzend. Unfreundlich.
Scheiß. Das war meine legendäre Rüstung, war das. Die hat mich sehr viel gekostet. Ja, egal. Ich werde schon nicht sterben. Doch. Meine ja auch. Also meine war auch gepimpt. Das war jetzt also auch nicht das 0 auf 15 Gedöns, was wir unseren Fernkämpfern anziehen. Pimp your boobs, Junge. Und ich habe jetzt... Ich glaube, ich habe jetzt keine... Wieso soll ich Klopapier dazwischen reiben, oder was? Ich glaube, ich habe jetzt keine... Wie heißt das? Stärke-Kriegsbemalung mehr, ne? Doch, du hast eine Stärke-Kriegsbemalung drauf. Ja, jetzt... Das war die letzte. Achso. Du hast keine zusätzliche mehr. Ach ja, nee. Ich bräuchte dann bei Gelegenheit natürlich dann auch wieder eine neue Petition. Ja, dann wirst du Blut besorgen müssen. Was für Blut? Dämonenblut? Haben wir da keins mehr? Nein. Davon habe ich die Kartenraum-Dinger-Dings gebaut. Wir brauchen aber ein Dämonenblut, um neues Dämonenblut holen zu können, oder? Habe ich doch. Eins haben wir noch. Aber du brauchst ja mehr als eins. Hast du die Reptilienkacke an? Ja, so ein bisschen Zeug, was ich so gefunden habe. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wow, was ist das hier für eine Haarsträhne? Die ist ja super nervig. Wow, was ich mit dem Käsemetzger brauche, um diese Spinne wegzuspitzen. Boah. Also Plan ist es, reingehen, den Drachen ablenken, Stuff holen und erstmal wieder raus und regenerieren. Ja. Okay, ich gehe jetzt erstmal kurz langsam. So. So. Bist du da? Ich würde sagen, bei drei rennen wir. Halt, was ist so jetzt? Renn. Drei. Wo ist die kleine Maus denn? Ja, der steht da vorne. Oh, nee. Ja, natürlich, das war ja klar. So, ich hoffe, ich habe die Aggro. Ja, ich habe die Aggro. Ich renne wieder raus. Du kannst dann... eventuell auf der anderen Seite rausrennen. Ignorier die Skelette, komm einfach raus. Okay, er hat von mir abgelassen. So wie es ausschaut. Trotzdem erstmal raus, den richtigen Krempel anziehen. Oh nein. Oh nein. Was ist oh nein? Oh nein. Ja, komm einfach raus und gegebenenfalls einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hier ist doch so ein Hornochse. Hat dir deine Mutter ins Gehirn gekackt oder was? Vorsicht, Schlange. Schlange weg. Gut, ich bin hier vorne am Wasser. Oh. Hast du dein Stuff? Ja, ne? Ja. Okay, dann ziehe ich mich jetzt mal um. Schild brauche ich nicht, so. So, Moment. Ich muss das Schild schon tauschen, weil ich habe auf mein anderes mehr Haltbarkeit drauf. Den Bogen auf die 5, das Käsemesser dahin und da den Beutel und den füllen wir dann auch gleich nochmal auf. So, dann suppeln wir mal einen Heiltrank, zu schon das Leben hochzubringen. Mhm. Ich habe mir jetzt Ambrosia reingepfiffen. Krokodil! Okay. Gut. Wieso habe ich eigentlich dieses blöde Geschnitzmesser hier noch in der Hand? Keine Ahnung! Wo ist mein anderes Schwert da? Das
du bereit? Nee, ich muss mein Leben noch füllen. Ich gehe mal langsam gucken vor, ne? Die Kleinen wegmachen. Mhm. So, ich komme. So, jetzt wird es erstmal wieder dunkel, bevor es wir. Was? Wo machst du die Kleinen gerade weg? Auf der anderen Seite. Okay, der da kommt hier auf diese Seite. Das heißt, die schießen von hier drüben ab. Ich muss nur einmal die Skeletinos wegmachen. Lock ihn einfach rum. Oh, das sagst du so einfach dem Jugendlichen leicht. Ich komme bei dir auf der Seite wieder rein. Okay, ich gehe bei deiner Seite wieder raus. Ist er jetzt draußen oder ist er drin oder wo ist er? Er ist raus. Hier. Du kleine Kacke. Was machst du? Er ist draußen, er läuft da Richtung Wasser. Hä, ist er doof? Ah. Hätte ich jetzt kein so großes Problem mit ihm? Ah! Lauf einfach weg. Er darf mich nicht mit seinem hässlichen Feuer treffen. Ich hab seine Aggro, schieß! Oh nee, du kleine Kacke. Keine Ausdauer mehr. Oh, ich vergiftet. Oh, wenn es nur nicht einfach 100 Jahre dauern würde. Wo will er jetzt wieder hin? Weiß ich nicht, vielleicht spielt er mit den Schlangen. Da wo er ist, kann er gerne bleiben. Ja, das junger Mann. Feige Ratte, hör auf. Schlangen. Er ist unter uns. Ich will ja nichts sagen, aber er ist unter uns. Renn mal auf die andere Seite rüber, ich hab seine Aggro. Renn mal rüber. Was? Der hat wieder volles Leben? Nee. Genau, spuck die Wand an. Was ist denn das? Das ist was? Das ist eine große Schlange, die hier da unten gekämpft. Okay, er ist tot. Au! Hört auf! Respawn! Kackviecher! Oh Gott, Stefan! Ja? Die Schlange ist auch noch mal mächtig stabil, glaube ich. Und oh! Lauf weg! Okay, schieß! Die ist mächtig stabil, das Scheißviech. Oh, ich bin gleich tot. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, da kommen die Kleinen. Lauf einfach weg. Ja, bin ich jetzt gerade dabei. Warum ist hier ein Reh drin? Weiß ich nicht. Kannst du jetzt runter und... Ich habe nichts zum Abbauen. Pass auf. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber hier ist wieder alles voll mit Skeletten. Ich mach die mal weg. Mhm. Okay. So, wo bist du? Hast du was zum Abbauen?
Ich habe was zum Abbauen. Ich bin am Ausgang und die Schlange schlängelt sich hier so langsam am Ausgang bei mir entlang. Renn auf der anderen Seite rein, ich fange sie ab. Welchen Ausgang kommst du rein? Auf der vom Eingang aus gesehen linken Seite, da wo wir beim ersten Mal rein sind. Okay. Sie ist auch, ja doch, jetzt ist sie draußen. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Zeit. Warte, ich probier's jetzt mal. Hast du die Skelette hier weggemacht? Ja. Weil dann probiere ich in der Zwischenzeit mal schnell den Drachen abzubauen. Der hier aber schon gar nicht mehr liegt. Doch, der liegt da unten. Oh nein, 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 ich habe keine Ausdauer mehr, du Kacke. Ganz ehrlich, ich sehe ihn hier unten nirgends. Dann gib mir deine Picke, ich mach das. Warte, ich laufe jetzt... Oh Mann, hier ist noch... Hier sind Man noch kann mehr. Unten mittig reinlaufen. Ich habe gerade andere Sorgen. Okay, unten mittig. Ich bin da gerade rausgekommen. Ich sehe gar nichts. Hier auf der anderen Seite war doch eine kleine Treppe. Ich gehe jetzt runter. Ich bin jetzt unten am Drachen. Du bist unten am Drachen. Ich komme rein. Hier ist noch ein Tor. Da unten, wo die Spinne war, Schlange war, auf der anderen Seite. Genau, ja. Ja, komm runter. Stefan, wo bist du? Ich bin hinter dir, bleib doch. Sorry. Ich bin jetzt hier in der kleinen Treppe. Herrgott, so. Mann. Hier liegt er. Gib mir mal deinen. So, da ist das Kirschnermesser. Was das? Ja. Dämonenblut, Drachenhorn. Okay, er ist abgebaut. Das Tor wird sich vermutlich nicht öffnen lassen. Nee. Ah, Kiste, okay. Ja, da war nichts Tolles drin. Gut. Dann gehen wir jetzt erst einmal raus, schauen zu, dass wir zurück in unsere Base kommen. Langsam, 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 weil ich brauche meine Ausdauer noch, falls die Krücke da draußen noch hängt. Müssen wir die vielleicht auch töten? Wir schauen jetzt erstmal unten am Fluss. Die hängt hier draußen. Au, du blöde Sau. Aber meinst du nicht, wir können versuchen, sie von hier draußen zu plätten? Hier kam ja mehr Spielraum und hier ist keine Verderbnis. Nur Abstand halten. Lauf einfach. Die kommt schon mit. Wenn die halt einfach nur null trifft, ne? Ja. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, deswegen meinte ich vielleicht erst zurück zur Base, um erst einmal die Verderbnis loszuwerden. Okay, dann komm weg hier. Dann können wir ja nachher mal schauen, wo wir sie wieder antreffen, wenn wir wieder hochkommen. Ja. Oh nein. Gott, ey. Weil wir sind hier schon gut verderbt. Musste der Typ jetzt echt da unten zu der Schlange reinkraucheln oder was? Ja, vor allem, warum hat er, wenn er schon mit der Schlange spielt, warum hat er es nicht klappt gemacht? Bleib mal stehen, bitte. So, was habe ich denn hier? Ich habe ein Drachenhorn. Du weißt, dass wir das nochmal machen müssen, ne? Ja, ich weiß, dass wir das nochmal machen müssen, aber Nein. Das müssen wir nicht unbedingt in der Aufnahme machen. Nee. Und diese Kackschlange, ne? Die hatte ich auch irgendwie leichter in Erinnerung, weil die war... Die kannte ich gar nicht.
Ich war da ja schon mal drin. So tief drin? Lange vor den Patches. Also nicht bis durch, aber bei der Schlange war ich schon. Da waren deutlich mehr Skelette drin, da waren auch deutlich mehr kleine Schlangen drin und die große Schlange war da drin. Und die große Schlange war eigentlich kein ernstzunehmender Gegner. Das finde ich aber frech, wenn da schon ein Drache drin ist und dann noch die Schlange. Da muss ich mich echt fragen, wie Kapi das geschafft hat, den alleine platt zu machen. Mit seinem Mörder, ich hau einmal Draufhammer und alles ist tot. Ich habe jetzt natürlich keinen Headshot-Bonus mehr. Aber ich habe genug Dämonenblut. Oh Gott, dann laufen wir jetzt nur noch in die Base und dann ist die Folge auch auf jeden Fall zu Ende. Weil... Wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, ich sehe das gerade. Holla, die Waldfee. Die Zeit vergeht, wenn man so mal ein bisschen vor sich hin stirbt. So, jetzt hat keine Ausdauer mehr. Na ja, gut, wir können ja auch zuschauen, dass wir unseren schönen Verderbnis loskriegen. Ja, ja. Und dann eiern wir erst mal zum Skelettkönig. Ja. So, alternativ. Treffen wir uns da einfach wieder. Ja. Machen wir doch so, oder? Oder ja. Probieren wir die Schlange nochmal anzutreffen? Nö. Nein, das machen wir ein anderes Mal. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal, wa? Jo, tschüss. Tschüss.